Salam alaikum. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach ohne Erde zu Hause Kresse anbauen könnt. Dazu braucht ihr einmal Kresse-Samen, die gibt es im Baumarkt, aber auch im Supermarkt. Dann einen Behälter, wo ihr eure Kresse einpflanzen könnt. Und einen Löffel, damit ihr die genaue Menge an Samen reingeben könnt. Natürlich auch ein Stück Küchenpapier. Und ganz wichtig, Wasser. Gut, als ersten Schritt nehmt ihr erstmal das Küchenpapier und faltet es erstmal zweimal. Danach legt ihr es in die Schüssel, so dass alles abgedeckt ist. Jetzt nehmt ihr das Wasser und gießt es ungefähr 1-2 mm über dem Küchenpapier ein. Schaut, dass die Küchenrolle gut eingesaugt mit Wasser ist. Gut, nun nehmen wir die Kresselsamen und den Löffel. Gebt ungefähr einen Löffel Kresselsamen rein, aber es ist halt wichtig, dass ihr schaut, dass es gut verteilt ist. Natürlich, wenn ihr einen größeren Behälter habt, könnt ihr auch mehr Kresse reingeben. Gut, das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Nun lässt ihr die Samen quellen und könnt sie dann am nächsten Tag gießen. Ganz wichtig ist es, jeden Tag zu gießen, sonst wird das nichts. Nach ungefähr einer Woche habt ihr dann eure fertige Kresse und könnt es lecker auf eurem Butterbrot genießen. Salam alaikum.